Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Reihe Revolution in Ostpreußen, ein Rundgang durch die Dauerausstellungen des Ostpreußischen Landesmuseums, der auf einschneidende Veränderungen fokussiert, die oft in ihrer Wirkung weit über Ostpreußen hinausreichten. Heute gehen wir auf eine Art kopernikanische Wende ein, die allerdings nicht die Naturwissenschaften betrifft, sondern eine Umkehr, eine Revolution des Denkens dasteht. Auf Immanuel Kant, dem wohl wichtigsten Denker der Moderne und sicherlich berühmtesten Ostpreußen. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Was für ein Anspruch! Der Mensch wirft die Ketten von Religion und Gesellschaft von sich. Er strebt nach Freiheit und geistiger Autonomie, befreit sich von den Vorurteilen und Aberglaube, eine starke, eine selbstbewusste Geste der Souveränität. Menschenrechte, Demokratie, Religion und Pressefreiheit, kurz die Ideen eines freiheitlichen Europas, sind ohne Aufklärung kaum denkbar. Vermutlich ist jeder einmal im Laufe seines Lebens über diese Definition von Immanuel Kant über die Aufklärung begegnet. Die Aufklärung ist einer der wesentlichen Fundamente all des, was heute Demokratie und Selbstverständnis in unserem Land ausmacht. Die Idee, die Dominanz der Vernunft gegenüber Vorurteilen, die Hinwendung zu Naturwissenschaften, die geistige Freiheit, die die Grundlage legt für Menschenrechte, für Redefreiheit, Pressefreiheit und letztendlich die Menschenwürde, all das ist ein Produkt der Aufklärung. Und somit ist Kant selbstverständlich ein Revolutionär, denn die Aufklärung als solche war Grundlage für die Französische Revolution, für die amerikanische Unabhängigkeit. Und Kant hat dafür wichtige geistige Vorarbeiten geleistet. Kant wirft in dieser Definition der Aufklärung aber auch einen hohen Anspruch an jeden Einzelnen von uns selbst auf. Wir selber sind verpflichtet oder verantwortlich dafür, wie sehr wir der Unmündigkeit entkommen, die in der Regel ja selbst verschuldet ist. Es ist ja so viel bequemer, sich auf vorgegebenes Wissen, andere Autoritäten, im heutigen Falle sicherlich auch auf all das, was der Computer, die künstliche Intelligenz uns an Antworten liefert, das gesamte Wissen von Wikipedia und letztendlich uns selber aus der Verantwortung des eigenen Wissens und der eigenen Bildung zu stehlen. Kant macht ja deutlich, der Weg ist steinig. Man braucht Mut, um eben die Unmündigkeit zu verlassen. Letztlich ist Kant da bereits ein Vollender all dessen, was in den ersten Teilen unserer Revolutionsreihe bereits vorgedacht wurde. Luther setzte sich der Autorität von Kaiser und Papst entgegen und er forderte den Gläubigen damals auf, die Bibel selbst zu lesen und direkt mit Gott ohne den Umweg von Priestern und Heiligen zu kommunizieren. Kopernikus wiederum verwarf nicht nur die Autorität der Astronomen seiner Zeit und auch der antiken Astronomen und Wissenschaftler. Er selber verlangte sogar, nicht nur zu lesen, das zu überwinden, denn in der Bibel, in der Heiligen Schrift stand ja etwas anderes, sondern auch die eigenen Sinne zu hinterfragen. Kant macht deutlich, du musst selber nachdenken, du kannst dich natürlich mit Autoritäten auseinandersetzen, du musst es sogar, aber dein Urteil musst du selber für dich finden, auf der Grundlage eines selbst erarbeiteten intellektuellen Wissens. Bildung ist der Schlüssel und Bildung ist nicht die Anhäufung von Wissen. Bildung
ist der Anspruch, selber etwas aus sich zu machen, nicht das, was andere aus dir machen. Das wäre Ausbildung, sondern Bildung ist eine eigenständige Leistung. Kannst Anspruch an die eigene Urteilskraft, an die Bildung, bezog sich nicht allein auf die besseren, gebildeten Stände seiner Zeit, sondern tatsächlich an alle. Kant selber stammte ja aus einer eher einfachen Familie. Er wurde 1724 als viertes von 9 Kindern in Königsberg geboren. Sein Vater war wie seine Großväter Handwerker, ein sogenannter Riemermeister. Das ist so etwas Ähnliches wie ein Sattler. Seine Mutter starb bereits, als Kant erst 13 Jahre alt war. Er ging auf eine gute Schule, das Collegium Fridericianum, eine pietistische, sehr religiös geprägte Schule, und schrieb sich 1740 an der Albertus-Universität in Königsberg ein. 1740, das ist das Jahr, wo Friedrich, der sogenannte Aufklärerkönig, den preußischen Thron bestieg und später Friedrich der Große wurde. Sein aufklärerisches Wirken kann man wohl als umstritten bezeichnen. Und das macht deutlich, dass Immanuel Kant keineswegs der Erste oder der Begründer der Aufklärung gewesen war. Natürlich nicht, aber er war der große Systematiker, der die vielen Ideen aus der französischen, englischen und deutschen Aufklärung in ein geschlossenes Denkmodell zusammenführte. Als sein Vater 1746 starb, als Kant also 22 Jahre alt war, musste er sich selbst um sein Einkommen bemühen und er ging als Hauslehrer zuerst in die Nähe von Gumbinnen nach Jütschen und später in den Kreis Mohrungen auf das Gut Großarnsdorf. Er hat also auch Ostpreußen in dieser Zeit nicht verlassen. Das wird er Zeit seines Lebens niemals tun. 1754 kehrt er zurück, promoviert, habilitiert und hält unzählige Vorlesungen aus ganz unterschiedlichen Gebieten, auch Geographie, Moralphilosophie, Naturwissenschaften, Astronomie, ja sogar Festungsbau. Seine Vorlesungen waren außerordentlich beliebt. Der junge Kant war alles andere als ein verknöcherter, steifer Philosoph. Man schätzte ihn als unterhaltsamen, witzigen Gesellschafter. Er war in der besten Mode seiner Zeit gekleidet. Als Student verdiente er sein Geld mit Billardspielen. Und auch später, als der alte Kant, war er mit seinen Tischgesellschaften ein Phänomen in Königsberg. Er traf sich regelmäßig im Austausch. Es gab ja noch kein Internet und Kants Quellen für seinen Weltgedanken, sein Weltdenken, waren der Austausch in Briefen und persönlichen Gesprächen mit der Welt. Und das eben keineswegs nur mit Philosophen, sondern es waren Kaufleute, Militärs, Pfarrer, Theologen, aber eben das ganze Weltbild erschloss sich in Königsberg durch den großen Hafen im Westen und den Zufluss des Pregels über den Osten. Königsberg bot Immanuel Kant alles, was er für sein Denken brauchte. Und so hat er auch die Berufung nach anderen Universitäten stets abgelehnt. Erst 1770 mit 46 Jahren, also für damals schon ein fortgeschrittenes Alter, erhält er endlich die ersehnte Professorenstelle an seiner geliebten Albertus-Universität in Königsberg. Er wird dort ein sehr erfolgreicher Hochschullehrer, er wird auch zweimal Rektor der Universität und stirbt 1804, knapp 80-jährig, in Königsberg. Kant als der wohl wichtigste Denker der Moderne ist mehr als einfach nur der Systematiker der Aufklärung. Er hat 4 berühmte Fragen formuliert. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? Diese 4 Fragen umreißen letztendlich sein Gesamtwerk. Er hat es mit einer Revolution der Philosophie
spät angehen lassen. Erst 1781, mit 57 Jahren, veröffentlicht er die berühmte Schrift Kritik der reinen Vernunft. Sie ist das wirklich Revolutionäre in seinem Denken, eine neue Form der Erkenntnistheorie. Denn all die Philosophen seiner Zeit und natürlich auch die antiken Philosophen haben damit gerungen, was tatsächlich der Mensch, der Verstand wissen kann, was die Welt ist und wie das Innere des Geistes mit dem Äußeren der Welt korrespondiert. Und Kant ist da ähnlich revolutionär wie Kopernikus. Er dreht die Perspektive um. Er fragt nicht nach dem Äußeren der Welt, dem Ding an sich, was sich eben nicht greifen lässt ohne bestimmte sinnliche Beeinflussungen, sondern er geht wiederum von dem eigenen Verstand aus, von den Urteilen, die der Geist selber bilden kann, und unterscheidet zwischen empirischen und nicht-empirischen Urteilen a posteriori, a priori, und belegt relativ fundamental, was tatsächlich eine belegte, sichere Erkenntnis ist und was für Erkenntnisse wir haben, die nur auf vagen Vorerkenntnissen unsicherer Art beruhen können. Und diese Umdrehung war tatsächlich revolutionär. In Zeiten von Fake News und alternativen Fakten, in einer immer komplexeren und globalisierten Welt, wird es auch wichtig zu wissen, zu erarbeiten, was kann ich tatsächlich wissen, was ist Wahrheit, um eine solche fundamentale Frage auch mal aufzuwerfen. Kant ist heute aber in der Allgemeinheit noch fast berühmter für seine Moralphilosophie, für seine Ethik. Was soll ich tun? Und am bekanntesten ist wohl der sogenannte kategorische Imperativ, letztendlich die Aussage, dass man in seinem Handeln eine Maxime anlegen soll, dass diese Maxime stets Grundlage für ein allgemeingültiges Gesetz sein könnte. Das ist jetzt zum Beispiel in Zeiten von Klimaschutz, von einer Pandemie wie Corona, eine ganz wesentliche Frage: Was bedeutet mein Handeln, wenn alle danach sich ausrichten? Letztendlich ist bei Immanuel Kant eine große Freiheit beim Einzelnen. Wir sind selber zu einem sittlichen Handeln befähigt und wir haben auch den Verstand dazu, zu beurteilen, ob wir richtig oder falsch handeln. Und das gibt uns eine große Freiheit. Und diese Freiheit ist letztendlich der philosophische Anspruch, dass es so etwas wie Demokratie, Beteiligung an politischen Prozessen, Gleichberechtigung, Menschenrechte, Rede- und Pressefreiheit überhaupt gibt. Kant hat die Welt verändert. Was wir als unsere heutige Gesellschaft, als die sogenannte westliche Welt ansehen, ist wesentlich auch von Kant beeinflusst worden. Das betrifft bereits den Völkerbund, die spätere UNO, die UNESCO, ja, die Europäische Union. Die berufen sich alle in ihren Grundüberzeugungen, in ihren Überlegungen des Miteinanders von Mensch und Staat auf Immanuel Kant. Weniger das christliche Abendland, sondern die Ideen der Aufklärung, systematisch zusammengefasst von Immanuel Kant, sind eines der wesentlichen Fundamente unserer Gesellschaft. Auch Kant hat gefehlt, auch Kants Äußerungen sind heute teilweise umstritten. Er war ein Kind seiner Zeit. Vieles von seinen früheren Aussagen hat er aber auch im Alter noch einmal zurückgenommen. Aber es bleibt, ohne Kant wäre eine Welt, wie wir sie heute kennen, überhaupt nicht denkbar. Und es ist erstaunlich, dass auch dieser unglaubliche Impuls aus diesem kleinen Land an Pregel östlich der Weichsel in Ostpreußen ausgegangen ist. Und weil Kant Ostpreußen nie verlassen hat, gibt es bis heute keine museale Abbildung von Immanuel Kant in der Bundesrepublik Deutschland. Und wir freuen uns, dass im Jahre 2024 zum 300. Geburtstag Immanuel Kants erstmals ein eigenständiges Museum als Abteilung des Ostpreußischen Landesmuseums entstehen soll. Wir kommen einen Neubau und wollen auf 700 Quadratmeter zusätzlicher Ausstellungsfläche das große Wirken von Immanuel Kant
in Königsberg als wesentlicher Teil der deutschen Aufklärung einfach und unterhaltsam für jeden Interessierten vermitteln. Nicht nur für Akademiker und Philosophen, sondern für jeden, der sich mit den Fragen der Welt bereit ist, auseinanderzusetzen.